Im zweiten Abschnitt haben wir ein Problem mit den Abständen. Du siehst, manchmal hat es zwei Abstände zwischen den Wörtern, manchmal nur eines, und das macht den Text sehr unruhig. Vor allem auch bei den Satzzeichen ist es falsch gelöst. Prinzipiell immer zwischen den Wörtern einen Abstand und vor dem Punkt keinen, dafür einen nach dem Punkt. Manchmal sieht man diese Abstände aber nicht so deutlich, man ist da nicht ganz sicher, und da kommt ein wertvolles Werkzeug zum Zug. Steuerzeichen hieß es früher, jetzt wird es in Word alle nicht druckbaren Zeichenanzeigen genannt. Nun, ein Klick darauf zeigt, worum es geht. Hier werden jetzt alle Leerschläge angezeigt und du siehst sofort, wo es da noch doppelte Leerschläge hat oder eben wo vor den Satzzeichen noch Leerschläge sind. Dieses weitere Zeichen hier übrigens markiert einen Zeilenumbruch, eine Zeilenschaltung. Dieses Zeichen ist natürlich beim Drucken dann nicht sichtbar. Ja, ich lasse dich da weiterarbeiten. Achte darauf, dass es dann mit der Lösung übereinstimmt, die du im PDF findest.